Guten Morgen, ihr Leute. Heute Tag 5, sprich 5. Etappe. Ja, ihr seht, bombiges Wetter. Kein Wölkchen. Pures Blau, kleines bisschen trüb. Und heute die Etappe haben wir ca. 19 Kilometer. Jetzt hier von Niedergrammel sind wir jetzt losgelaufen, wo wir für 2 Tage prima untergekommen sind. Und ja, heute geht es nach Schwarzenberg. Wie gesagt, 19 Kilometer. Wenn ich mir jetzt recht entsinne, müssten wir um die 640 Höhenmeter heute im Gepäck haben. Ja, Temperatur wird wahrscheinlich heute auch über 30 Grad werden. Also heute sind wir ein bisschen gefordert. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, auch wenn wir oft mal außer Atem sind. Also viel Vergnügen. Was soll man da dazu sagen zu so einer Aussicht? Ist einfach traumhaft. Da unten irgendwo haben wir übernächtigt die letzten 2 Tage. Es ist Niedergrammel. Und also das Wetter wieder traumhaft, wenn auch schon ein bisschen zu warm, aber wir wollen ja nicht jammern. Es ist immer nur besser, wenn es regnet. Ach, es ist schön. Einfach nur schön. Nur schon mal schauen, was der da für komisches Ding hat. Die Muggen sind schlimm, ne? Ja. Jetzt sind wir ganze Zeit in der Sonne gelaufen und ja, das ist der schattenspendende Wald, schon sehr angenehm, aber es geht halt bergauf, aber naja, wenn man in irgendwelchen Mittelgebirgen unterwegs ist, muss man da durch als Lurch. Hier im Tal liegt Julbach, da müssen wir jetzt dann noch irgendwie durch, aber das wird mir dann mein Tourguide schon noch sagen, wie wir hier durchlaufen müssen. Ja, und da haben wir ungefähr 1/4 unserer heutigen Etappe geschafft. Ja, durch Julbach durch, das zieht sich jetzt doch ganz schön. Ich hoffe, dass das jetzt bald vorbei ist. Dass wir in den Wald reinkommen. Ach, der Wald hat uns jetzt wieder. Ist gleich viel angenehmer, weil ich nur so in der Prallsonne laufen muss und auf Asphalt. Ja, an der Kapelle haben wir jetzt kurz ein bisschen Pause gemacht, ein paar Minuten. Es
war jetzt auch dringend nötig. Unbedingt ein wenig was trinken und ein bisschen Süßigkeiten. Wir werden ein bisschen Zucker zu uns nehmen. Es wird jetzt verdammt heiß. Wir haben jetzt um die Mittagszeit, also in der Sonne bestimmt schon 35 Grad. Jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir irgendwie über einen Golfplatz, so eine Golfanlage, irgendwie, keine Ahnung. Wieder Asphalt, es geht mir so am Zeiger. Also wenn das heute so weitergeht, wird es echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Endlich mal wieder ein bisschen Wald. Ich hoffe, das dauert jetzt mal ein bisschen, dass wir mal ein wenig länger im Wald laufen, weil ewig dieses in der Sonne rumgehatsche. Also heute geht es mal richtig am Zeiger. Es demotiviert einen richtig, wenn man die ganze Zeit nur in der prallen Sonne laufen muss. Oder fast nur. Können wir uns noch mal eine Pause auf dieser Bank mit Blick ins Tal. Oh, das war jetzt so anstrengend. Aber der Ausblick ist einfach schön. So Leute, die Etappe 5 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Genießen jetzt nochmal diesen Ausblick. Ist eigentlich jetzt mit das Schönste vom heutigen Tag gewesen. Außer die ersten 1,5 Stunden von Niedergrammel nach Julbach rüber über den Berg rüber und durch den Wald, das war auch noch schön. Aber ansonsten war es heute einfach beschissen. Und zwar nicht wegen der Sonne, wegen der Hitze. Das ist halt einfach so und das soll man auch froh sein, wenn es sowieso nicht die ganze Zeit regnet, aber überwiegend Asphalt. Also wir haben heute gefühlte 80% Asphalt gehabt. Und wenn dann noch die Hitze dazu kommt und du fast keinen Schatten hast, dann ist das ja ziemlich demotivierend. Naja, gut, aber ist halt so. Ich hoffe deswegen, dass es morgen wieder schöner wird. Ich möchte mich trotzdem bei euch bedanken, dass ihr dabei wart auf Etappe 5 unserer Runde durchs Mühlviertel in Oberösterreich. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in alter Frische wieder und etwas motivierender als wie jetzt. Also macht's gut, Servus. Thank you.